Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr vielleicht an der Überschrift schon, ich habe zum ersten Mal auch mal die Campus-Düden bestellt und endlich haben sie auch den Weg zu mir gefunden. Mein Standort war Erlangen, ich habe Standort Erlangen angegeben. Und ja, die hätte sogar letzte Woche am Samstag schon kommen sollen. Habe ich aber die Nachricht bekommen, dass es beschädigt worden ist. Und ja, und heute ist es endlich jetzt kommen. Und jetzt packen wir sie mal zusammen aus. Ich habe das schon, weil die sind mir ziemlich schwer. So. Ja. Und da ist schon eine große Flasche, wo ich das sehe. Blanche, Jolie, Blanc de Blanc, lieblich, fein, fruchtig ist ein Wein, ne? Wie das ausschaut. Weil, französischer Wein, zum Essen, ich darf zwar nicht so viel, aber zum Essen mal ein Gläschen Wein, schadet nichts. Ja, so eine große Flasche, fein, fruchtig, ja, fruchtig ist halt ein liebliches für mich, ne? Ich mag nicht die, ja, so 3,5 Liter, no, wow. Ich habe da hinten noch meine Kerze angezündet, aber die sieht man gar nicht, no. Die will man nicht sehen. Ist schon fast leer hier. Sieht das jetzt? Ja, jetzt sehe ich das, ist schon fast runtergebrannt. So, weiter geht's. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Tüte an, da ist ja auch gleich was zum Trinken. Sternler Helles, original. Das ist ein Bier von Sternler. Ja, das ist ja fränkisches, ne, weil von Erlangen. So schaut es aus, ich kenne das auch nicht. Ja, 4,9% hat es. Jo, gut. Ja, Bier, da finde ich Verwendung für. Ja, mal das, ich bekomme erst Besuch wieder und ja. Was haben wir hier? Melitta, Filtertüten, okay. Ich habe schon lange keinen Filterkaffee mehr. Mal schauen, ob ich das jemand geben kann, der Filtertüten Kaffee gebrauchen kann. Ja. Dann haben wir hier ein Axe Epic Fresh, 48 Stunden, Nonstop Fresh, ja, so ein Deo für ein Grapefruit und Tropical Pineapple Scent. Mal schauen. Mal gucken, wie das riecht. Eierherb, männlich herb, ja. Okay, so gehört es. Ja, bisschen nach Ananas, herb, männlich. Jo, fein. Dann wieder was zu trinken. Bang Energy Drink. Lemon Drop, Sugar Free, ist zuckerfrei, ist gut. Vielleicht denke ich so mal, wenn es zuckerfrei ist, ein Energy Drink, dass ich Energie bekomme, ja. Oder ich gebe es meinem Sohn, das sehe ich schon, ne? Also, dann haben wir eine Cola Zero. Null Zucker, ja, 0,5 Liter, ist ein halber Liter, ja. No. Super, sowas mag ich sowieso, Coca-Cola Zero ist sowieso meins, ne, ja. Dann haben wir hier Cappuccino, Coffee Drink, Mr. Brown, pfandfrei, sehr schön.
Ja, Kaffee, Cappuccino, ja, ist was für mich. Prima, sehr gut. Ach ja, die Campus-Tüten, die kosten ja nichts. Die sind ja sind 2 Stück immer drin. Und die gibt es kostenlos, aber nur Versand für 8,95 zahlt man da für 2 Tüten. Ne? Also ich muss da, ist immer unterschiedlich, was drin ist. Ne? Also, ja. Jede Menge Sauferei, sag ich jetzt mal. Ne? So, und da sind dann Werbungen drin. Ne? Die erste Tüte ist mal auf. Von Billo habe ich einen schaumlosen Sweet Plummy Kisses. Pflegender Cremeschaum. Das habe ich noch nie, Plummy Kisses. Ich habe ja schon von Billo ein paar Cremeschäume. Mal gucken, wie das duftet. Plummy Kisses, ja. Ja. Schauen. Na, es wird schön kühl. Ja. Riecht so leicht nach Pflaume, ja. Naja. Es gibt ja Düfte, die liegen auch so muffig von Bilou. Alles mag ich auch nicht von Bilou. Das, naja, das ja. Wenn das so eingezogen ist, okay. Es geht vom Geruch her. So, die eine Tüte ist leer, ja, und da sind halt jetzt noch Reklame-Dinger drin, die brauche ich aber nicht sein, so lauter, so, ja, Reklame ist da drin, so. Ja, die erste Tüte war mal eine gute Ausbeute. Ja, ist doch mal schön, jo, super. Jetzt kommt die zweite Tüte dran. Ja, da haben wir hier von Eat Real Lentil Chips, Chili und Lemon. Oh, so kleine Tüte, das ist immer gut, so kleines Tütchen. Ja. Gramm, die Packung enthält 101 Kilokalorien. Ja, na klar. Vegan sind die, ja. Energie haben. Okay, Information. Ja, das wird ausprobiert. Das ist ein kleines Tütchen. Ja. 30% less fat. New Look Same Great Taste. Mit Chili, ich mag ja scharfe Dings. Ne? Ja, gut. Dann haben wir hier die Linsenwaffeln. Das weiß ich noch nicht, ob ich die essen möchte oder ob ich es schenke meinem Sohn. Aber ja, vielleicht probiere ich es auch mal. So Linsenwaffeln, ja. Okay. So, dann hätten wir hier eine große Flasche, die Limo von Granini, Sirup Orange, ergibt 5 Liter für alle Wassersprudler. Mein Sohn hat einen Wassersprudler, das könnte ich ihm geben. Aus echten Früchten von Granini. Ja, er hat nämlich einen Wassersprudler und dann kann er vielleicht für mich auch was zermachen und für sich dann, ja, habe ich Verwendung für. Prima. Das Orange von Granini, ja, ergibt 5 Liter, ne? Das ist schon jede Menge, ja. So, jetzt haben wir da nochmal Federtüten drin von Melita. Wer macht denn das heutzutage noch? Wir hatten noch Federtüten.
Ja, und dann haben wir nochmal Probierflasche gratis, ein Radler. Original Sternler Radler. Das andere war ein Bier. Ja, so helles ist ein Bier. Und ein Radler. Ja, das ist doch auch mal gut, ne? Ja. Es schaut auch wieder so aus, habe ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das ein Erlangen Biermischgetränk. Ja, 2,5% hat das Alkohol. Ja, so ab und zu ein Radler ist immer gut. Ja. Dann haben wir nochmal ein Coca-Cola Zero. Ja, dann haben wir jetzt schon ein Liter Coca-Cola Zero. Das ist ja mal gut. So, dann haben wir wieder, was haben wir hier? Melitta, Kaffee des Jahres. Aha, da haben wir sogar ein Kaffee, Stärke 3, vollmundig mit feiner Mandelnote. Wow. Mal schauen, vielleicht sich mit dem doch mal machen. Schon. Kaffee, das mit feiner Mandelnote. Arabica kenne ich auch noch nicht so ein Kaffee. Ja, ich schau mal, was sich da machen lässt. Ups, jetzt hier nochmal von Ben ein Energy Drink Candy Apple Crisp. Sugar free, auch wieder zuckerfrei. Sehr schön. Ja, gucken wir mal, ob ich das mal selber trinke. Oder ich würde eine Dose meinem Sohn geben und einen werde ich mal probieren. Na? Ja, so Energy Drinks, ja. Bin ja nicht so Freund von Energy Drinks, aber ja, und so. Dann haben wir hier ein Vanilla Flavor Latte Coffee Drink. Ja, sehr schön. No. Zweite Coffee Drink. Ja, und dann tun wir das mal raus hier, das ist wieder Werbung. Oh. Oh. Oh, ja. Ah, bei so einem Cold Tea, den habe ich sogar zur Zeit auch, das muss ich dann gleich mal abschauen, an der noch da auch eins, den ich von Mesmer. Ist das ohne Zucker, ohne Kalorien, ja, wo man mit Wasser zusammenmischt und das ist jetzt mit Eiskaffee Vanilla. Und den habe ich auch akkurat den gleichen Eiskaffee Vanilla und den habe ich mir heute zusammen gemacht auch. Und herrlich, ich muss einmal reinschauen, ich mag den. Ich mag das, also wer es mag, ne? Das wird nur mit Wasser zusammen gemischt. Ne? Nicht, dass ich da was übersehe. Bestimmt noch was drin. Ja, da haben wir noch einen Goldtee. Eistee, Zitrone. Ach so, ist da drin. Ah, ohne Zucker alle. Ohne Kalorien. Ah ja. Beide bleibt drin. Ja. Ah ja, das ist Eistee. Koch deinen Tee mit kaltem Wasser, ja. Okay. Das ist dann dieser. Also ich habe gedacht, ich habe zwei solche. Nein, habe ich nicht. So, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. So, jetzt kommt die Tüte raus. So, dann sehe ich schon, was da drin ist. Und zwar ist da wieder ein Tasty Donut von Bilou. Obwohl Tasty Donut habe ich noch nicht gehabt. Aber einen werde ich herschenken. Ne? Also, ja. Jo. Den mache ich jetzt gar nicht auf. Pflegender Cremeschaum, das ist was Süßes für junges Mädchen, für junge Frauen, ne? Das werde ich ja schenken, das wahrscheinlich.
behalte ich Pflaume und es abzuwenden. So und dem er macht ja auch so. Dann haben wir hier einen Gattubi Reisenschein, Extrem Wettschein Lipgloss. In einer sehr schönen Farbe, so wie ich das, so wie das mir gefällt. Da muss man gleich mal swatchen. Oh ja, sehr schöne Farbe. Na, ich rieche jetzt da das Dings. Oh ja, die Farbe ist super. Die Farbe ist sehr schön. Seht ihr das nur? Ja. Oh ja, super, es hat sich doch gelohnt, die Tüte. Und dann habe ich da was drin, ja. Das habe ich mich gefreut, oder sagen wir mal, gehofft, dass ich das drin habe von Mo von Stefanie Giesinger, Deshydration CBD Face Serum mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Das habe ich ja gehofft, wie ich die anderen Tüten gesehen habe, dass es bei mir auch mit drin ist. Ne? Ja. Sehr, sehr schön. Okay. Ja. Prima. Ja, das ist, oh, das ist ja auch nicht gerade eine günstige Firma. Ne? Ja. Und Serien gehen ja immer bei mir sowieso. Sehr schön, prima. Ich freue mich. Also ich habe eine schöne Ausbeute gemacht. Natürlich ist da Bier und Energy Drink schon so auch dabei. Einiges ist für mich, einiges kann ich, wie gesagt, ich hier. Radler werde ich mir mal selbst genehmigen. Und den Kaffee schaue ich immer, dass ich den vielleicht weitergeben. Aber ja, nee, wir haben es jetzt soweit geschafft und ja, wenn ich etwas übersehen habe, schaue ich lieber nochmal nach. Nee, alles gut. Beide Tüten sind leer. Naja, was will ich denn erwarten? Noch viel mehr als wie, also ich muss schon sagen, für 8,95 hat sich das wirklich gelohnt. Das ist ein Kaffee dabei, Arzt, zweimal Pilotschäume. Kosten die zwei Schäume schon allein zu viel. Ne? Und ja, der Gattubi Lipgloss und dieses Serum, wo ja auch kostenintensiv ist und die Getränke und Coca-Cola Zero Sugar. Ja, doch, ich bin begeistert und ich werde sie mir, ich weiß nicht, ob es die alle Monat gibt, ich schau mal mit der Campus-Tüte, das war jetzt die Friends Edition, also da gibt es zwei, wie gesagt, die sind, das variiert dann immer, was so drin ist, ne? Aber wir gucken mal und ja, ich finde es prima und ja, ich freue mich, dass ich das bestellt habe oder genommen habe und ja, werde ich weitermachen. Ja, sehr schön. Bin begeistert. Also ich mag die Sachen und ja, und was eben nicht für mich ist, wie gesagt, mein Sohn, die haben einen Wassersprudler drüben und von daher ist es überhaupt kein Thema nicht. Ne? Schenke ich es ihm ganz vielleicht, ne, das Limo, also weil es halt doch Zucker drin ist und ja, ich sollte halt kein Zucker verwenden. Ne? Ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu arg geblendet mit meinem Highlighter heute. Weil der ist schon heftig. So, nee, auf jeden Fall prima. Das war der Inhalt von den beiden Campus-Tüten. Und ja, sehr schön. Ich freue mich über die Sachen. Ne? Okay, dann ja. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ne? Okay, dann tschüssi. Ciao.